So, da sind wir wieder. Kleine Unterbrechung. Mother used to have a similar one. I can still hear its sound in my head. See the images of those beautiful childhood days in my mind. So, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich eigentlich, ob ich noch was am Erzählen war, als das geklingelt hat. Ei, Skulptur. Die hatten wir noch nicht angeguckt. An elderly man with a strangely shaped face. Both of his eyes are gouged out. The area around the mouth looks particularly strange. It's an older man, apparently terrified by something he has seen, without being able to see. Okay, weiter. Ja, da habe ich eigentlich nicht hingedrückt, aber ist ja egal. It's a bust of an unknown veiled person. Everything here feels so wrong. Sagst du so, Porträt, noch eins. It depicts a pale bald man with a very long white or even yellow beard. It's like staring into a starless sky, completely black. Cold, silent. Okay. Okay, hier haben wir noch so eine Büste. Was mir jetzt noch nicht einleuchtet, ist, wo die dämliche Bibel ist, die er greifen will. Aber gehen wir erstmal die Treppe hoch. I can't see my Bible in these shadows. I just hope. Victoria must have taken it from me while I was asleep and then placed it somewhere upstairs. There is no other explanation, even though it is strange. She never did that. Ja, aber offensichtlich. Naja. Also manchmal sind die Ladesequenzen verdächtig lang. Was jetzt nicht das Schlimmste ist. The eyes give her a frog-like resemblance. Jemand. Werkbank. Wir nehmen aber trotzdem jemand erstmal, lassen wir erstmal weiter rumfummeln, obwohl wahrscheinlich jeder andere gleich auf den jemand reagiert hätte. This makes me wonder. Are all the creations in this house a consequence of someone's imagination or experience? Tja, wer weiß es. It's an unfinished painting of what looks to be like a mother and a child standing in shallow water. Ja, aber hoffen Sie mal, dass sie sich nicht erkälten, ne? Bücher. The manuscript of Luca Tomini, Codex Niva, Goldin, Heart of Pagubice? I've never heard of these works. Is that a giant heart? Ja, ich weiß nicht, du hast irgendwie Probleme. The painting is stained, but the sinister gaze of the man is still clearly noticeable. Gut. So, und dann Kleiderschrank. Who's there? Victoria? Geht gar nicht. Muss ich jetzt darauf warten, dass was passiert? Ach so, habe ich eben gleich gesehen. Nee, es ist ja offensichtlich männlich, also Nikolai? Stunden später. Where's my Bible? I don't know. Why don't you ask her? Where is she? Under the blanket. Come closer. Wake her up.
the bed's empty. Where is she? What do you believe in, Benedict? Where's my sister? I need to see her. She took my Bible away from me. Answer me first. Besides God, what do you believe in? Ich glaube, das Leben sollte in Einsamkeit verbracht werden, wo Fragen wie deine nicht aufkommen können. Ja. See, I believe life is pointless without a family. We don't exist if we don't belong to someone else except God. Family, Benedict. Without a family, life cannot exist. Das hast du deutlich genug gemacht, als du das Priestertum aufgegeben hast, um meine Schwester zu heiraten. Aha. You made that clear enough when you abandoned priesthood to marry my sister. That was a sacrifice I believed had to be made. As of today. Ja. Wenn das mit der Liebe und der Fickerei erst vorbei ist, ne? I'm not following. Verliebtheit, Entschuldigung. Nicht Liebe. Family members don't hurt each other. It's wrong. Don't you agree? Victoria hat dir wehgetan? Was hat sie diesmal gemacht? Victoria hurt you? What did she do this time? You did. You turned her against me. What are you talking about? About the things you suggested to her yesterday on the train. I beg your pardon? I didn't say a word to her, to you, to no one, as a matter of fact. What about calling me an addict? Oh, ist das so? Das habe ich gesagt. Aber was habe ich getan? Ich habe sie nicht gegen dich aufgebracht. Sie hätte dich sogar verteidigt. That I did say. But what have I done? I didn't turn her against you. She even defended you. Of course she did. When she's the one who gave me the morphine months ago. She did what? She did what family's supposed to do. She helped her husband to alleviate his pain. Now, it's your turn, Benedict. Will you help me? Wobei helfen? Ich will nur mit dir reden. Help you with what? I just want to talk to her. I want that too. I want to talk to my wife. So where is she? What's going on? I don't want to stay here anymore. You think I'm a degenerate? Have I imagined hearing your voices downstairs? Who? That was just me. She's not downstairs. How many times I called your names before hearing that horrible scream of yours? I screamed when I woke up from a terrible nightmare. Well, I'm living the nightmare right now. Don't lie to me. I heard you talking after that scream. I talked to God and I talked to myself and then I came here to talk to her. Is that true? Ja, das stimmt, ich kann's bezeugen. The problem I have is that the two of you emptied my whole bag while I was asleep. Why? I don't care about all that stuff. Have it. Now that he mentioned his bag, where's mine? I didn't see it downstairs. Just give me my morph... my pills back. Make my pain go away. Du hältst mich für einen Dieb? Na los, durchsuche mich. Anstatt mich zu beschuldigen, solltest du vielleicht deine Tasche noch einmal durchsuchen. Ja, natürlich. Wir sind ja jetzt erstmal, gerade für uns selber sind wir ja unschuldig, Leute. Weil wir noch gar nicht wissen, was abgeht. I did that. And I scoured the whole floor several times already. Only to find nothing. Someone took my pills. Maybe it was you. Maybe it was her. Oder vielleicht war es auch ich. Nee, die könnte ich bei so einem Spiel hier nicht gebrauchen. Glaube ich. Also, das kann natürlich auch... Wer weiß, wie das so abgeht. Du hältst mich für einen Dieb? Na los, durchsuch mich. Oh ja, fass mich an, Baby. I believe you can be anything you want. As long as it fits your vision of righteousness. Brother Benedict. But you're not stupid. You wouldn't risk being caught while carrying them around. Maybe it's time for me to start questioning my belonging to this family. I'm gonna go downstairs now. You stay here. Why? I already told you she's not there.
Don't be anxious. If she is, I'll make her talk and give me my pills back. If she's not, I'll find them by myself. In any case, I'll call you once I'm done. Ja, okay, jetzt müsste er schon fertig sein, weil der Raum so groß ist unten. I don't trust him. Whatever the truth is, I should take the chance and search for my Bible while he's not around. Remember what I asked you? Have you seen my Bible? I don't understand. You want my help now? To be honest, I'm not sure I've seen it. But you should definitely search the floor. Ja, du müsstest jetzt unten schon fertig sein. Dreimal. So I might not have noticed it. Okay, also durchsuchen wir jetzt definitiv diese Etage. An empty bed. I need more light to see it properly. Ja, dann machen wir mal die Gardinen auf, ne? Das hatte ich nämlich eben gerade schon die Idee. Not ideal, but much better. Wow, was ein dunkler Raum. Und weitere Skulpturen, die er begutachten kann. A grieving man with a forehead full of horrible dark lesions. Und die Skulptur, dann können wir die Tür sogar auch noch öffnen. Donnerwetter. It reminds me of a man I haven't seen for a while. One day he just stopped attending our church. I'll have to find a key first. Okay. Dann schauen wir doch einfach mal die Maske auch noch an. Weil wenn ich diese ganzen komischen Gesichter im Dings hängen hätte, wäre ich auch... I've never seen this woman, but I feel like I know her from somewhere. It's not a pleasant feeling, though. Ja. Bücherregal. Strange. These are not books. Just blank covers with no names and no numbers. My Bible doesn't seem to be among them. Mhm. Fehlen Schlüssel, ne? Oder auch nicht? Ah, jetzt braucht er wieder. Das ist klar. Ich weiß, das kommt mir ein bisschen spanisch vor. Okay. Jetzt habe ich ihm gerade nicht aufgepasst, weil ich Nachricht. It's a giant tree with dozens of corpses hanging from its branches. And skulls that feed its roots. Alter, was haben die für Probleme? The branches represent visual keychain holders, and there's a key hanging as a corpse on one of them. Aha. I can't breathe. It smells so sickening. Just old clothes. And nothing but mold in them. Na super. Nichts anderes? Können wir ja zumachen, alles klar. Machen wir nochmal, gehen wir nochmal an den Schrank ran. Und ich sehe gerade, ich kann auf diesen Nikolai jetzt zugreifen, ne? Das ist mir jetzt gerade so ganz schwach aufgefallen. In der linken unteren Ecke sehen wir jetzt noch einen Kopf. Alter, was braucht ihr denn da immer so lange? Ach, können wir vielleicht... Danke. Aber hier ist nur... Nee, das ist nur eins. Eine Tasche. Was he telling me the truth? He did. It's completely empty. Why would Victoria take all of his belongings? It doesn't make any sense. Es kommt drauf an, ne? Auf jeden Fall haben wir das Richtige gemacht, denn es passiert was. Und ich schätze mal, das schaltet mir von allein um auf den Kollegen, ne? Kann das wohl sein? So. Obviously, your wife's not here, Nikolai. She must have sneaked out while Benedict was holding you upstairs. And now you're supposed to go after her. Perhaps she has your pills. But
If you've learned something in your marriage, it's that she always expects you to make the most obvious decision. Just look around the room first. Looks like the owner has an alluring hobby. Eh, these dolls are nothing special. Except for the big ones at the back. Not counting the headless ones, of course. You should definitely take one of them for your private collection. Which one do you choose? Bad choice. The image of the devil. The doll with horns. Fascinating. What do we have here? A small brown bag. And it's not just any bag. It's Benedict's bag. So you have to ask yourself why it was hidden here. Mach doch auf. Okay, Stunden später mal wieder, ne? Man kennt das, ich lehne mich kurz zurück. Okay. Jetzt ist mal wieder der Vogel. Und wir können ja jetzt nichts machen, weil uns ja... Fenster. The vastness of the woods is terrifying. Nee, eigentlich nicht. Gut, dass es sowas gibt. Oh, hier haben wir auch noch was. Miniatures of strangely shaped white people. Ja, man muss wirklich genau aufpassen bei solchen Spielen. Dann geh doch mal runter, weil wir haben ja hier offensichtlich nichts mehr zu tun. My Bible should be here somewhere. Nein, eben nicht. Wir haben doch schon alles angeklickt, Mann. The manuscript of Luca Tobi. Nee. Dann müssen wir das hier benutzen, weil dann sehe ich wieder irgendwas nicht. Porträt, Figuren, Leinwand, Bücher. Werkbank, Fenster hatten wir. Skulptur, Porträt. Die Masken, Skulptur, Bücherregal, Bett, Tasche, Gemälde. Ach, oh, ich hab's vorhin noch gedacht. Habe ich echt. Und dann habe ich aber irgendwie so den Gedanken abgesägt. Krass, bescheuert. The door is locked. Ja, deswegen wollen wir jetzt den Schlüssel da reinstecken, ne? Benutzen wir mal den Schlüssel mit Tür. It fits perfectly, but the lock won't budge. Willst du mich verarschen oder was? The door is locked. Is such a thing even possible? Ja, eigentlich schon. Kann man sich, um den Finger nicht schmerzender zu machen. If I didn't leave the monastery, thoughts like this would have never crossed my mind. It's not the right key. Okay, dann ist es vielleicht der Schlüssel für den Schrank. Offensichtlich, denn er macht ja was. Appalling. A heap of dead. Ja.
Damned rats! Ich kann mich gar nicht dafür entscheiden, wen von den beiden Idioten ich weniger mag. Ihn hier oder den... No, obwohl, die reden ja beide mit sich selber. Aber er redet... Aber der andere redet ja noch mit sich selber, ey. Also in der dritten Person. Who keeps a heap of dissected frogs in his house? Weiß ich doch nicht. Okay, dann müssen wir jetzt den wahrscheinlich wieder aufmachen. Denn er hat ja gesagt, die Ratte ist in eine Wand gelaufen, ne? Just old clothes. Gut, also versuchen wir es hier nochmal. I haven't checked the whole floor yet. My Bible should be here somewhere. Dann gucken wir eben nochmal in den Schrank. A heap of dead dissected frogs. Habe ich denn irgendwas in meinem Beutel drin? Is that a giant heart? Das hatten wir auch schon. Ich hab aber verdammt noch mal nichts mehr, wo ich noch nicht dran war. This makes me wonder. Are all the creations in this house a consequence of someone's imagination? The manuscript of Luca. Scheißlack. The painting is stained, but the sin. A yellow blanket, wrinkled only on one side of the bed, which means that either Victoria or Nikolai didn't sleep here. Victoria! Nikolai, what's happening? I'd better check. Okay, geht doch. That window is right above the front door. Liar said he'd call me. Nikolai, wait! I have to stop him. Was für ein Vollidiot. Ja, also die Charaktere finde ich jetzt beide nicht besonders prickelnd. Den einen finde ich, also den anderen finde ich allerdings cooler. Ha? Coolere Stimme. Ein bisschen so den Albert Wesker-Style. Gucken wir einfach mal, wo er geguckt hat. Something's amiss here. Nikolai must have touched these dolls. That's. Sorry, das wollte ich nicht wegdrücken, war keine Absicht, Leute. The inside is all wet, slimy. My rosary is here and so is my pen. But everything else is gone. Nikolai must have known the whole time where my bag was. Which means he has my Bible as well. Or it's Victoria who has it. I didn't turn her against him. It was Nikolai who turned Victoria against me. Maybe it's all part of a wicked plot against me.
All she had to do was drag me to this place and put me on the stage like a puppet. And now they are just pulling the strings. They make me sleep in this house. They take my Bible and hide my bag. She disappears. And now... Okay. And now he's doing the same. Nikolai is trying to disappear. Ja, so gerne wie ihr euch mögt, ist das doch aber gar nicht mal so schlimm, glaube ich, oder? Ich würde sagen, wir pausieren auch gleich mal das Video. Wir sind bei 25 Minuten. Warten noch, bis der Bildschirm umschaltet. Was doch schneller geht, als ich dachte. Okay, und wir sehen auch schon, wo Nikolai ist. Und von daher sage ich mal, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Natürlich fängt es immer langsam an bei solchen Spielen, ist ja klar. Und dann hoffe ich, sehen wir uns bei der nächsten Folge Saint Cotard The Yellow Mask wieder. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Zeit. Lasst euch von keinem den Tag versauen und genießt euer Leben. Ja? Und bildet euch ein, denkt euch einfach, es ist Sommer, auch wenn es nicht so anfühlt. Ja? Alles cheesy. Bis gleich.